Hey Flatprofi, im heutigen Video geht es nicht um so eine Standardsituation wie, dass du eine Frau irgendwie gerade an der Tramhaltestelle siehst, im Einkaufszentrum, in einem Bücherladen oder sonst in einem Kaffee, sondern mehr, du bist gerade irgendwie ein Kleid am Kaufen, du hast etwas, das dir gefällt und dann gefällt dir noch mehr eigentlich die Verkäuferin. Wie kannst du mit dieser Situation umgehen? Weil da sind ganz neue Dynamiken dabei. Es könnte ja sein, dass der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte das sieht, wenn du mit ihr flirtest, auch wenn sie interessiert ist. Ich habe an einem Seminar genau die Frage gestellt bekommen und habe dir jetzt da wirklich einen Tipp, wie du mit dem kannst umgehen kannst. Ich würde sagen, legen wir gerade los mit dem Video. Let's go! Also, was ich dir da empfehlen kann, eben, ich meine, ich habe selber im Verkauf geschafft, 15 Jahre. Es ist halt schon so, dass wenn du jetzt mit einer redest und ein bisschen flirtest, dann mag sie das lässig finden, aber sie hat halt immer im Hinterkopf, sie wird beobachtet von anderen. Und in den meisten Geschäften ist es halt nicht so okay, wenn man halt flirtet, private Gespräche führt, oder? Aber was ich dir empfehlen kann, zum Beispiel in einem Kleiderladen, kannst du zu ihr herangehen und kannst sagen, hey, kannst du mir schon helfen? Ich habe eine Frage zu dem Kleid dahin. Und dann gehst du mit ihr in die Ecke hinterher. Und dann kannst du zum Beispiel ihr sagen, hey, weißt du was, ich finde das ein mega schönes Lachen oder so. Und ihr seht das ja, ihr seht das die Leute hinten nicht, also normalerweise nicht, oder? Und ich könnte trotzdem ein bisschen Kleider anschauen, je nachdem, oder? Er hatte auch so ein Erlebnis gehabt, da hat er auch einer gesagt, hey, kann ich dich schnell etwas da hinten fragen? Und dann hat er ihr das gesagt und sie haben dann so ein bisschen angefangen, sie hat das eigentlich cool gefunden, sie haben ein bisschen geflirt miteinander. Und dann hat er gesagt, hey, gehen wir doch mal auf einen Kaffee, oder? Er hat nach der Nummer gefragt und dann hat sie gesagt, ja, aber ich kann jetzt das nicht fragen, aber ich tue mal so, ich glaube, es ist irgendwie so gegangen, ich tue mal so, als würde ich dir die Jeans zeigen. Und dann ist sie wirklich so, die Jeans zeigt, der ist nebenan gewesen, also 079, ja, die Jeans hat da, die Etikette und das und das. Und dann hat sie die Nummer gegeben und es ist fein rausgesehen, oder? Also bei Verkäufer, in dieser Situation von Verkäuferinnen würde ich eben empfehlen, gar ein bisschen in Ecken, wo es nicht so auffällig ist, oder? Es kann auch mal ein Zettel sein, ein Serviette, dass es ihr einfach, wenn sie positiv reagiert, sagen, kannst du dich auch bei mir melden, oder kannst auch vielleicht E-Mail-Adresse hinterlassen, vielleicht ist sie noch zu unsicher, wegen, weil sie dich ja noch nicht kennt, oder?